Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zur allerersten Folge Pro Cycling Manager mit dem Team Cyclocross Portal. Das Team ist fertig, wir haben 12 Fahrer und ich würde sagen, wir starten einfach die Karriere. Los geht's. Die ganzen Trainingssachen und so überspringe ich einfach für euch. Bevor wir in die Saison starten, gucken wir uns natürlich unser Aufgebot nochmal an. Wir fangen an mit Team Captain Henry Ulig. Durchschnitt 69, eher so Richtung Sprinter, Arounder. Dann Luca Iglu, ebenfalls Sprinter im Team. Dann haben wir Arthur Lenne, ist ein Puncheur-Hügelfahrer. Dann haben wir LGC Lebas aus Eritrea, international wird es bei uns. Der ist ein Bergfahrer. Tycho Ter Elst, der Niederländer, ist bei uns der Kopfsteinpflaster-Spezialist. Gefolgt von Joey Timms, der Puncher ist, aber auch mit Vorliebe zu Klassikern. Oskar Ulig ist eigentlich auch Alleskönner, vor allem Ausreißer. Robin Wagler, unser Mann, außerdem auch für die Berge, vor allem wie gesagt fürs Bundesliga-Bergtrikot. Dann haben wir Christian Marx, ist Nordklassiker mit Liebe zum Zeitfahren. Benji Nasen ist Ausreißer. Peter Sräger ist Bergfahrer im Team. Und Philipp Eger ist Puncher. Damit haben wir eine gut aufgestellte Gruppe. In allen Bereichen sind wir gut abgedeckt. Und mal schauen, was wir damit in der Saison alles erreichen können. Bevor die Saison startet, haben wir uns auch in ein Trainingslager begeben. Und da ist mir aufgefallen, dass die Australier schon ihre nationalen Meisterschaften hatten. Da ist mir der Gedanke aufgekommen, da es nur Elite-Meisterschaften gibt und wir eigentlich nur U23-Fahrer sind, soll der erste U23-Fahrer bei jeder Meisterschaft ein Meistertrikot anziehen dürfen im Verlauf der Saison. Ich wäre dafür, stimmt einfach mal ab und zeigt mir eure Meinung dazu, wenn einfach der erste U23-Fahrer im Ziel bei der Elite-Meisterschaft auch ein Trikot übers Jahr anziehen darf. Schauen wir uns einfach mal die Rundfahrt an. Angefangen mit einer Flachetappe, 120 Kilometer. Dann haben wir eine hügeligere Etappe mit einer Bergankunft. Dann nochmal eine Flachetappe, nochmal eine Flach. Also insgesamt 4 Flachetappen und eine halbe Bergankunft. Unser Team besteht aus folgenden Fahrern: Henry Ulig, Joey Timms, Benji Nasen, Christian Marx, Peter Sräger und Luca Iglu. Wir starten zu 6 bei 7 möglichen Startplätzen und ich würde einfach sagen, wir springen einfach direkt rein. Los geht's. Und da sind wir auch schon beim ersten Rennen des neuen Jahres in Neuseeland. Wir sehen uns schon in der ersten Reihe. Wir werden gleich unsere Trikots nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Schaut euch unser neues Trikot an. Und unsere schönen Fahrer, das Scott-Fahrräder, wie es auch auf dem Trikot steht. Und noch Reynolds-Laufräder, besser geht's eigentlich gar nicht. Damit werden wir sicherlich erfolgreich in die Saison gehen und ich würde einfach sagen, los geht's. Unser Mann für die Ausreißergruppe heißt Benji Nasen. Er geht direkt attackieren. Wir beschützen derweil mit Joey Timms, Henry Ulig, unseren Sprinter in der Mannschaft. Mal schauen, ob wir wegkommen. So, wir sind weg. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Sprint wieder. So, wir kommen jetzt direkt zum ersten Sprint in 3,6 Kilometern. Wir werden versuchen, die Sprintwertung zu gewinnen mit Benji. Mal schauen, wie es läuft. Wir fangen direkt an zu sprinten. Es war ein bisschen zu früh. Und, was sind wir geworden? Zweiter Platz. Geht in Ordnung. Können wir uns nicht beklagen. Auf zur nächsten Bergwertung. Ich habe es komplett verschlafen, mitzugehen. Na gut, dann müssen wir uns auf die nächste Bergwertung konzentrieren. Wobei, vielleicht haben wir noch eine Chance. Nein, doch, zweiter Platz. Jetzt heißt es dranbleiben, bis zur nächsten Bergkette. So, Benji wurde eingeholt. Er muss einfach nur schauen, dass er dranbleibt. Wir bauen währenddessen schon mal den Sprintzug. So, Christian Marx macht jetzt die Pace. Wir kommen jetzt zur nächsten Bergkette in 3 Kilometern. Ich würde einfach sagen, wir fahren einfach drüber und schauen, wie weit wir kommen. So, Marx muss rausgehen. Mal schauen, ob wir mit Joey Timms die Bergwerte holen können. Ah, jetzt habe ich es verpennt. Doch, wir kriegen die Punkte. Sehr gut. 10 Kilometer noch. Es wird langsam spannend. Team von Telenet Fidea macht das Tempo so wie wir. Wen haben sie denn eigentlich am Start? Toon Arts. Wir schauen uns mal schnell die Konkurrenz noch an. Tvetkov Rigui. Sehr guter Sprinter. Schormeier mit einem Start. Wir müssen einfach mal schauen. Joey Timms verlassen jetzt auch die Kräfte. Ja gut, den brauchen wir auch nicht mehr für die Gesamtwertung. Er darf ruhig raustrappen. Das heißt, wir haben noch 3 Leute im Feld. Das Wichtige ist auch die Gears nicht zu vergessen. Kurz vorm Ziel geht's hoch und dann geht's eigentlich nur noch bergab ins Ziel.
Das heißt, es wird spannend. Noch 3 Kilometer Vollgas mit Schräger. Von links kommt der Sprintzug von Felbermayr und Axion Hagens-Bermanns. Jetzt muss Iglo raus. Jetzt muss Iglo raus. Schräger zieht weiter durch. Iglo über die Kuppe drüber. Was wird das? Was wird das? Was? Ulig am Hinterrad perfekt positioniert. Beid sprintet. Und Ulig fängt jetzt an zu sprinten. Wird das der erste Sieg im ersten Rennen? Er schaut dann nochmal raus. Holt das Team Zagros den ersten Sieg im ersten Rennen? Es wird der erste Sieg im ersten Rennen für das Team Cyclocross-Portal. Wir gucken uns nochmal an, wie früh wir eigentlich schon jubeln konnten. 1, 2 und 3. Besser geht's nicht im ersten Rennen. So schön, uns bei der ersten Siegerehrung zu sehen. Wir kriegen sogar noch eine Lücke aufs Feld. Erster, zweiter, dritter. Unglaublich. Henry Ulig vor Luca Iglu vor Peter Schräger. Auch in der Gesamtwertung sind wir vorne mit 4 und 6 Sekunden auf unsere Teamkollegen und aufs Feld schon 32 Sekunden. In der Bergwertung sind wir bisher zweiter und dritter. Das läuft auch gut, da können wir in den nächsten Tagen angreifen. Punktewertung führen wir natürlich an. Und in der Nachwuchswertung sind wir auch vorne. Ich würde sagen, besser können wir nicht in den ersten Tag starten. Das war es dann auch von der ersten Folge. Und wir sehen uns dann bei der zweiten Folge. Haut rein. Ciao.